Sega. Sonic and Miles Tails. Ja, meine Lieben. Und damit herzlich willkommen zurück zu Sonic und zwar Teil 2. Diesmal seht ihr mit einem kleinen Sidekick, was heißt kleinen Sidekick, einen ziemlich bekannten und tollen Sidekick, nämlich Tails. Okay, das war jetzt gerade der Splitscreen-Modus für zwei Spiele. Man kann das tatsächlich auch zu zweit spielen. Ja, es ist wieder soweit. Wunderbare Jump-Run-Action. Ich würde sagen, wir starten mal in ein Emerald Hill Zone. Ja, ist im Prinzip ja, wie ihr seht, sehr stark angelehnt an Green Hill Zone. Also den ersten Teil habe ich übrigens auch schon gespielt, ne? Also, falls ihr den verpasst haben solltet, gerne anschauen. Also, eine Sache würde ich auffallen, was sehr lustig ist. Ihr seht ja, dass Tails mir die ganze Zeit hinterherläuft. Die KI ist extrem dumm. Anders kann man es nicht sagen. Also, Tails wird hier öfter mal sterben. Und das ist halt ziemlich lustig, wenn man irgendwie der Fuchs stirbt gefühlt 5000 Mal in einem Level. Also, ist halt ein bisschen leid tut, ne? Aber, naja. Aber auf jeden Fall, ihr seht, ne? Also, geschwindigkeitsmäßig ist das schon hier um einiges schneller als Teil 1. Und, ja, ihr seht ja auch neue Animationen, neues Charaktermodell und wir haben diesen wunderbaren Spin Dash, eine wunderbare Erneuerung, ja, also die sehr, sehr nützlich ist. Und hier haben wir wieder unsere Loopings und ja, es geht schnell voran hier. Wow, da wird er durch die Gegend gebounced. So, na komm. Tails, alles gut. Geht's dir gut, oder? So. Ja, na, auf jeden Fall, ne, ist schon wunderbar. Wie gesagt, die Levels sind noch abwechslungsreicher, würde ich sagen. Also hier gibt es wirklich ganz, ganz viele abwechslungsreiche Level. Natürlich kommt unser guter Dr. Robotnik wieder vor. So, erstes Level schon geschafft, ne. Also ihr seht schon, das geht zack, zack hier. Ja. Ich glaube, die Akte sind auch etwas... Oh, ein Continuum haben wir uns da verdient. Na, sehr schön. Die Akte sind auch etwas kürzer, wenn ich mich recht erinnere. Und natürlich. Oh, warte mal. Hey, die Ringe nehme ich mir natürlich mit hier, ne? Also. Ey, ihr blöden Affen! Mensch! Gut, Tails hat mir einen. Tails hat mir. Wow, noch schneller! Wow. Tails hat mir einen Ring besorgt. Teilweise muss man ja ganz schön gucken, wo man überhaupt hinläuft, ja. Also, viele Dinge gehen ja so schnell, wie ihr seht. Boah. Ich glaube, teilweise kann man sogar so schnell sein, dass man die Kamera, oder dass man schneller ist als die Kamera, die kaum hinterherkommt, ne. Ah, nur zwei Akte? Und die Musik hört zu. Geniale Bossmusik. Ich liebe es. Ja gut, Robotnik super easy hier, ne? Also, was macht er? Ja, nix. Das Einzige, was er gleich macht, ist noch sein komischer, ich glaube, er schießt noch seinen komischen Stachel da ab, aber das war's dann auch schon. Aber ansonsten, ja, ne? Einfach. Ich meine, was hat er gedacht, ne? Er fährt da so ein bisschen durch die Gegend in Zeitlupe, so einen kleinen Stachel und das war's dann. Okay, Miles lässt nichts anbrennen hier. Tails, Entschuldigung. Aber er ist ja Miles eigentlich, ne? Also, unter anderem. Miles, Tails, irgendwas. Tails, geht's dir gut? Und noch ein Continue. Mensch, also so kannst du gerne überlaufen, ganz ehrlich. Oh, Chemical Plant, geiles Level. Die Musik. Mm. Auch wieder komplett, also ich meine, optisch muss ich mal überlegen, ne? Das Spiel ist uralt, ja, aber optisch ist das schon echt. Ein richtiger Schmankerl, ne? Ein richtiges Schmankerl. Was hier alles so abgeht, ne? Das muss man sich mal überlegen, so optisch. Also deswegen, ich sag doch, die Sonic-Spiele sehen halt immer noch ziemlich geil aus hier, ne? So. Und man ist gnädiger, was so die Ringe betrifft, wie ich sehe, ja? So. Guti. Was haben wir da Feines? Sehr gut. Oh, siehst du, da habe ich jetzt drauf geachtet. Das ist ja für Glibber. Wahrscheinlich nicht so gesund. Ich sollte vielleicht nicht direkt da drin stehen bleiben, aber ist egal.
So. Ja, auch ein bisschen vorgesendet. Tails. Aber es ist beruhigend, dass Tails schlechter ist als ich. Das ist schon mal sehr beruhigend, wie ihr seht. Boah, Wahnsinn. Wie schnell es hier vorangeht. So. Aber finde ich auch eine gute Entscheidung, dass man sagt, man macht jetzt pro Level, sage ich mal, pro Akt weniger. Ich sage jetzt einfach pro Welt, ist jetzt egal. Ich weiß, ich bringe das immer durcheinander. Also pro Welt weniger Level, ne? Dafür aber mehr Welten. Das finde ich so. Das macht es halt sehr abwechslungsreich. Weil Sonic ist ja nun mal ein sehr, sehr schnelles und sehr. Ja, einfach ein sehr also kurzlebiges Spiel in Anführungsstrichen. Da passt das ja auch, wenn man da, sage ich mal, relativ schnell neue Reize einführt. So. Ja. Die Musik ist einfach nur geil. Das war also, was man so mit den beschränkten Möglichkeiten schon machen konnte, so musikalisch, ne? Weiß ich, ich bin einfach so ein Fan von guten Soundtrack, ne? Ach, diesmal leider kein Continue. Na gut, ich glaube, ich bin ganz gut ausgestattet, was das betrifft. Oh, ne, schade. Da bin ich jetzt nicht mehr hochgekommen. Aber ja, so jetzt nur vorsichtig, dass ich hier nicht zerquetscht werde, weil das kann ja zumindest in der linken Ecke passieren, würde ich mal behaupten. Na klar, kann das passieren. Sonic ist einfach zu breit. Jetzt haben wir hier die neue Mechanik, diese komischen Sprungbretter. Das macht wirklich die Welt einiges einfacher, wenn man einfach diesen Spin-Dash da machen kann. Das ist schon echt nice. So. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Ich glaube hier. Sehr gut. Ah, vielleicht kriegen wir sogar mal ein Leben. Ja, das ist nicht eine feine Sache. Hier haben wir zum Beispiel nämlich noch ein Dings, das wir uns mitnehmen. Yes, 85, 15 noch. Wenn ich jetzt nicht sterbe, habe ich vielleicht noch die Möglichkeit. 92. Yes. Ich habe mein Leben gekriegt in Sonic, ich glaub's nicht. Es ist möglich. Aber hey, so muss es sein. Was? Ich glaub, ich hab jetzt. Irgendwie schaffe ich es immer in jedem Spiel, die Bugs zu finden, ne? Also. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Okay. Ich dachte schon, der wollte mich jetzt hier ewig gefangen haben. Das Tor. Ah, das geht auch, wenn ich in der Nähe bin. Obwohl, ich dachte, das schließt vielleicht einfach. Oh, hier, da muss man vorsichtig sein. Ja, tschüss, Tails. Das mache ich damit, ne? Also, der ist ein bisschen waghalsig, sagen wir es mal so. Oh ja. An die Stelle kann ich mir auch noch einmal als Kind, da bin ich immer abgesoffen. Und ja, man kann immer noch ertrinken. Jetzt leckt es gerade wieder ungemein, meine Güte. Aber es wird immer so richtig schlimm unter Wasser, habe ich das Gefühl, ne? Keine Ahnung warum, weil. Das Spiel an sich läuft ja flüssig, ne? Ja, weiß, dass Sega da für einen Emulator drauf geklatscht hat. Halt ist ja einfach nicht so gut gewesen. Das auch fies, hier kann man nicht auch nochmal nach unten fallen, ne? Und dann muss man den ganzen Abschnitt nochmal machen. Und dann kann man potenziell einfach sterben. Das war's dann. Weil da muss man schon sehr schnell sein. Ich weiß gar nicht, ob man das theoretisch schaffen kann, dann da durchzukommen. Bläh! Nein! Oder doch. Oh, man ist nett mit uns. Gut, Sonic 1 hätte das wahrscheinlich nicht gemacht. Die hätten uns hier nicht so eine kleine nette Hilfe da hingepackt. Was, wo gehe ich denn hin? Na gut, das war jetzt eigene Schuld hier. Nee, ich dachte, ich muss nach links. Nee, ich muss doch nach rechts. Naja. Wofür haben wir uns ein Leben erarbeitet, damit wir es natürlich wieder verschwenden können, ne? Was? Okay. Okay, jetzt Konzentration. Concentration, please, okay? Langsam. Wir nehmen jetzt den. Okay, wir nehmen den mit, aber langsam. Ich will
sich schon wieder ins Wasser rein. Als ob fies ja. Hier so eine Stelle hinzubauen, wo man einfach ganz. Einfach abkratzen kann. Na, komm schon. Na, ich laufe langsam. Na, kommt das Robotnik oder was? Oh ja, er kommt. Oh ja, er kommt. Ja, einfach drauf. Du Arsch! Doch nicht in mein Gesicht, ja! Was ist los gerade, Mann? Was ist hier los? Ich versage vollkommen. Oh Gott. Ja, aber die Stelle hier, also kurz zum Endgegner, ist echt richtig fies. Muss man ehrlich mal sagen. So. Oh Robotnik, komm her jetzt. Ja, das ist aber. Man muss halt wirklich in der Mitte bleiben und am besten ihn schnell auslöschen. Ja, also war da wirklich nicht viel Platz, ne? Musste man auch so sehen. Mit schnell weg da! Oh, war das knapp! Ja, ist schon also auf jeden Fall ein bisschen fummeliger als der andere Chef. Der andere Chef, alles klar. Der andere Boss. Davor. Okay. Ein Leben noch, aber zwei Continues, oder? Ich vielleicht noch eins? Darf ich noch ein Continue haben? Bitte? Nee? Wollt ihr nicht mehr? Aquatic Ruin. Ja. Yeah. Ui. Jetzt sind wir wieder zurück in der Natur, mehr oder weniger. Aber an diesem kleinen Robotnik-Emblem mit den, hier nämlich die mit den rot blitzenden Augen, sieht man auch, Robotnik ist hier, ne? So, wunderbar. Oh, jetzt sind wir wieder unter Wasser. Yay, meine Lieblingsstellen. Oh, ich hoffe, wir ertrinken jetzt nicht. Wir bräuchten mal eine Luftblase. Beispiel hier. Oh, die Musik ist wieder zurück. Die ist wieder zurück hier. Diese traumatisierende Musik, wenn man ertrinkt. Ey, du. War das ja nicht Growner und Dr. Robot ist Mimi Machine? Ah, Tails ist abgesoffen. Das meine ich damit, Tails stoppt dauernd. Ich glaube, irgendwie kaum Stellen, wo er nicht stirbt. Wie ich jetzt zum Beispiel. Hey, jetzt sterbe ich. Komm schnell! Boah, der Haarscharf, ja, meine Güte. So. Ich weiß gerade nicht, wo der Fall herkam, aber ich freue mich, dass ich ausgewichen bin, irgendwie. Immerhin. Es gibt noch Möglichkeiten, das hier zu überleben. Zum Beispiel da. Das Schutzschild ist leider keine Luftblase. Ich meine, schön wär's ja. Das würde mir viel Schmerz ersparen. So, bam. Oh, ich nehme hier nochmal mit und dann haben wir uns mal da oben lang begeben. La 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 la. Sonic. Hui. Gut. Achso, den schaut das nicht, wenn er von so einem Ding durchbohrt wird, oder? Ich sterbe gleich, oder was? Okay, und nun? Ah ja, das wird immer... Ich verstehe. Das springt immer höher, das Ding. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Immerhin. Trotzdem wird das kein Continue geben, ne? Ich frage mich eigentlich, was ist noch aus den Dings hier? Ein Bonus-Level? Kann das sein, dass man die nur an einer bestimmten Stelle findet? Oder irgendwie sowas? Weiß es gar nicht. Naja. Wird sich zeigen. Na, jetzt sind wir wieder unter Wasser. Ich glaube, man kann wahrscheinlich auch über Wasser das Level schaffen, aber irgendwie gerade ich immer an den Boden der Tatsachen zurück hier. Nur Achtung, mein Gott, überall kommt Pfeile, weil der fliegt ja immer noch. Aber es scheint sich momentan einigermaßen mit den Fallgruben oder mit den Todesfallen
Nein, 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 warte, warte. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon. Luft, Luft, Luft. Ihr seht, ein wunderbarer Start, ne? Aber diesmal werde ich mal versuchen, ja, kein Safe State hier anzuwenden. Ich versuch's mal. Und ich hatte schon wieder ins Wasser. Ich bin gut vorgegangen. Hier, ne? Es ist schön hier so diese, ja, diese Blätterdach, was da vorne am Bildschirm sich mitbewegt. Was natürlich mir jetzt gerade die Sicht komplett verdeckt hat. Von dem Pfeil, der sich hier in meine Richtung bewegt. Was sind denn das für komische Hummel? Jo, Mai! La 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 la! Ey, komm! Der kommt ja einfach aus der Wand geschossen. Ey, Junge! Komm schon! Wir müssen ja auch mal die Chance geben, mich ein bisschen speedtechnisch auszuleben. So. Luft. Le Air. Le Bubble. Okay. Na komm, Sonic. Spring. Ja. Gut. Ja, gut, da konnte ich jetzt nicht ausweichen, ne? Würde ich mal sagen. Das war jetzt unschaffbar auszuweichen. Bin ich jetzt direkt reingesprungen. Ah! Dr. Robotnik schon! Was macht er? Ah! Ich verstehe. Clever, wir müssen da drauf springen und ihn dann schön beschädigen. Beschädigen, das klingt, als ob er ein Gegenstand wäre. Na gut, da kommen wir nicht hoch, das ist zu hoch. Wir müssen wahrscheinlich schon warten, bis das Ding dann wirklich hängt. Obwohl, das bleibt so lange hängen, bis ich einmal draufgesprungen bin, ne? Sehr schön. Oh, dankeschön, Tails. Mensch, du hast dich mal nützlich erwiesen. Das ist ja auch mal was Neues. Das klingt so böse, aber so beides nicht. Gut. Da haben wir sie. Yay. Alle sind zufrieden. Sonic got through Act 2. Fantastisch. Ja, und was uns jetzt als nächstes erwartet, Casino Nights. Fantastisch. Richtig tolles Level. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.